gerade, ich will einen Haul machen. Ich weiß, long time no see. Ich habe vor kurzem ja versucht, Videos zu drehen. Es ging mega in die Hose. Und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass nicht genug Licht da ist. Aber egal. Ich zeige euch mal die Sachen, die ich mir in letzter Zeit gekauft habe. Seit erst, da fange ich mit der, sorry, Kette an. Ich hoffe, man sieht sie. Das ist eine Mini-Maus-Kette von Swarovski. Meine Haare schon wieder voll scheiße, sie sind auch noch nass. Ja, die habe ich mir mal geleistet, weil ich unbedingt eine neue Kette haben wollte. Ich habe ja meistens nur Ketten, die mir jemand geschenkt hat und die will ich nicht mehr tragen. Und deswegen habe ich mir gedacht, kaufe ich mir eine eigene, die ich mir selber gekauft habe. Und das war die Mini-Maus. Ich glaube, es hätte sie auch in Mickey-Maus geben. Weil ich habe ja die mit der Masche, das ist ja die Mini. Ich habe es auch auf Instagram schon postet, weil ich so stolz drauf war. Ja, musste mal sein, würde ich mal sagen. Als nächster kommen lauter gemischte Sachen, also wundert euch nicht. Ich habe dreimal mir nochmal gekauft, diese Zahncreme von Perlweiß. Das ist die mit Ingwer. Ich mag die voll gern. Das ist, glaube ich, mein Problem. Ich habe nämlich das Gefühl, dass sie jetzt nicht mehr aus dem Sortiment geht. Das ist diese Giftgrüne. Kennt ihr, die habe ich euch, glaube ich, in irgendeinem Video auch schon mal gezeigt. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die wieder im Sortiment ist, weil ich habe die bei mir bei Müller auch schon gesehen, mit dem ich woanders gekauft habe. Dann, ich habe einen kleinen Marvel-Tick, wie man sieht. Ich habe mir den Captain America-Duft gekauft. Den Iron Man-Duft habe ich mir gekauft. Oh, voll gestört, ich weiß, die war nämlich reduziert. Und den Spider-Man habe ich mir gekauft. Voll gestört, aber sagen wir lieber nichts dazu. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich die jemals verwenden würde, aber ich wollte die unbedingt haben. Ich zeige euch mal kurz den Iron Man Kopf. Die Flasche fand ich ja mega geil. So eine geile Flasche, wirklich. Deswegen habe ich sie mir gekauft. Und wenn sie eh reduziert waren, mein Gott. Mein Gott. Ja, kommen wir zu den nächsten Sachen. Da habe ich leider... Ich habe noch ein... Molkebad von Olivier, das steht aber schon im Badezimmer. Und das Olivenöl habe ich mir auch wieder von Olivier gekauft. Das ist jetzt die Black Olive Maske, weil die falsch bestellt worden ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann nehme ich sie, bevor sie irgendwie rumgammelt. Ich habe sie noch nicht benutzt, ich bin echt gespannt, wie sie ist. Das Molkebad habe ich schon benutzt und das finde ich ganz okay, aber ich glaube, ich muss es noch öfter verwenden. Als nächstes habe ich mir zweimal, eins habe ich schon in Verwendung, ich kann nicht reden in letzter Zeit, habe ich mir das Deo nachgekauft. Eine Freundin von mir hat das auch, ich hatte ja das Blaue. Das fand ich aber nicht so gut und das mag ich irgendwie schon, also das finde ich nicht schlecht. Aber wir werden sehen, wie es weiterhin ist, ob ich wieder wechsle oder zufrieden bin. Das werden wir noch sehen. Dann war ich ja bei DM. Boah. Und habe mir die Melone-Badezusätze gekauft. Sehr viele sogar. Ich glaube, ich habe da noch einen. Ja. Einen habe ich nämlich schon verwendet. Dann habe ich von Balea mir diesen tiefe Entspannung. Das Backen stellt schon wieder was an. Was machst du? Das habe ich mir auch noch mitgenommen, weil die hatte ich früher immer und ich habe die eine Zeit lang nicht gesehen, entweder war ich blind. Wieder DM, das ist alles schon saudreckig. Weil das schon eine Weile rumliegt. Ja, wieder von DM, eine Zahncreme. Ich habe sie irgendwie mit Kokos in letzter Zeit. Die habe ich gesehen. Ich glaube, die hat mir die Mien zufälligerweise gezeigt und deswegen musste ich die mitnehmen. Ich kann sie euch mal näher zeigen. Ich habe sie natürlich noch nicht probiert, weil ich habe noch andere Sachen offen, die ich zuerst aufbrauchen will, logischerweise. Aber ich bin schon echt gespannt auf die. Dann von Müller habe ich mir die Indus Body Milk wieder von Aveo gekauft. Ja, die fand ich ja nicht schlecht, deswegen habe ich mir gedacht, probiere ich sie nochmal. Dann habe ich mir die Nivea in Duschlotion gekauft. Das mache ich auch gern. Deswegen habe ich sie mir wieder nachgekauft. Ja, noch eine Zahncreme. Ich habe irgendein Problem, glaube ich. Ich habe, glaube ich, wirklich ein Problem. Ja, die Menta Dent, die was in, habe ich 100-mal in der Werbung gesehen und wollte ich deswegen unbedingt haben. Meine Cousine hatte sie schon und ich wollte die unbedingt ausprobieren und habe sie mir deswegen mal mitgenommen. Also ich glaube, ich brauche Zahncremes, mir in letzter gar keine mehr kaufen. Dann gibt es jetzt eine neue Limited Edition bei Müller von den Cadavera Reinigungstüchern mit Avocado. Und die waren in Aktion. Deswegen habe ich ein bisschen zugeschlagen. Noch eine Tüte. Drei. Und vier. Richtig gestört.
nicht mehr viel, dann sind wir schon wieder durch. Ich habe das Gefühl, das Video wird ein bisschen kurz werden. Wundert euch nicht, wenn ich aus dem Videodrehen raus bin. Ich glaube, das wird erst wieder besser, wenn ich öfter Videos drehe. So wie in dem letzten Video hat sich auch einer beschwert, weil das ziemlich langweilig war. Aber ich habe eben den Dreh nicht mehr raus. Also sorry. Also wenn ihr keine Geduld habt, braucht ihr meine Videos nicht mehr gucken. Ganz einfach. Ich bin da echt hardcore. Ja, ich habe mir noch zwei Masken gekauft. Die sind nämlich ganz neu. Von Terra Naturi. Und ich finde die Verpackung mega. Also die Verpackung ist ja wirklich schön. Bin gespannt, wie sie ist, weil ich hatte, glaube ich, schon mal eine von der Marke und fand sie nicht gut. Kann das sein? Ja, ist schon sehr lang her, wie man sieht. Dann habe ich mir Make-up-Produkte gekauft. Ich versuche mich hier schon zu verstecken. Aber den habe ich mir gekauft, weil der ging leider aus dem Sortiment. Das ist von Make-up Factory, der Eyebrow Lifting Stick. Kennt ihr, den habe ich schon mal gehabt und habe ich sogar aufgebraucht. Deswegen habe ich ihn mir jetzt nachgekauft. Weil ich fand den eigentlich gut und deswegen bin ich echt traurig, dass der aus dem Sortiment geht. Dann, ich verwende jetzt seit kurzem einen Augenbrauenstift. Ich glaube, das habe ich euch noch gar nicht, in einem Video gezeigt. Der ist schon fast leer. Ja. Deswegen habe ich mir den jetzt nachgekauft, weil ich finde das mit dem Augenbrauenstift ein bisschen besser. Ich meine, ich weiß nicht, ob man da wirklich einen Unterschied sieht von vorher zu jetzt, aber ich mag es irgendwie lieber und ich habe mir da gleich zwei mitgenommen, damit ich einen Backup habe, falls der geht nämlich sicher bald leer, den ich nicht da habe und deswegen wollte ich dann noch einen Ersatz haben. Dann gab es eine Limited Edition mit Pac-Man von Essence und da bin ich richtig durchdreht und habe mir ein paar Sachen gekauft. Nur leider haben die das alles zugepickt und jetzt ist die Verpackung voll dreckig. Muss ich mal säubern dann. Auf jeden Fall, Moment kurz, da ist noch Klebereste drauf. Katastrophe. So, egal, das mache ich später. Also wundert euch nicht, wenn da jetzt ein Fleck ist. So sieht die Lidschattenpalette aus und man kann diesen Pac-Man, der da drinnen ist, wenn es funktioniert. Hallo, Pac-Man. Warum bewegt er sich jetzt nicht? Okay, jetzt. Man kann den Pac-Man da drinnen bewegen. Seht ihr das? Jetzt habe ich ihn ziemlich doof bewegt, aber ich finde, das ist so eine coole Limited Edition. Und ich fand auch die Lidschatten voll schön. Ich weiß, ich habe genug Lidschatten und ich brauche ja eigentlich gar keine mehr. Ich wollte auch heute verwenden, aber ich habe natürlich schon wieder die Alien-Palette oben. Und die ist so schön, die Palette. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Das habe ich noch gar nicht geschaut. Warte jetzt kurz. You Eat It Up heißt die? Finde ich irgendwie witzig. Ja, und die Farben sind mega. Die Farben sind mega schön. Mein Bruder war ein bisschen enttäuscht, der hat nämlich sich gewünscht die Farben von den Geistern. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu heftig gewesen und ich finde die Farbkombi wunderschön. Besonders das Gelb da oben, also dieses Senfgelb finde ich voll schön. Ich werde sicher irgendwann einmal damit was schminken, aber ich weiß noch nicht wann. Muss ich noch gucken. Aber ja, und ich muss mal schauen, ob ich vielleicht ein paar Paletten dann ausmisten kann wieder. Weil ich mir jetzt wieder eine neue gekauft habe. Ich böses, böses Mädchen. Dann habe ich mir noch eins gekauft. Also insgesamt habe ich mir drei Sachen von der Limited Edition gekauft. Einmal den Pinsel, den habe ich noch gar nicht offen gehabt, fällt mir gerade auf. Ich wollte mir auch schon wieder kaufen, weil ich vergessen habe, dass ich ihn schon habe. Der ist richtig weich. Und ich freue mich schon drauf, den zu verwenden. Da steht auf der einen Seite steht sogar Game Over drauf. Und auf der anderen sieht man die Geister. Ich finde das so cool und der ist so weich. Ich freue mich schon richtig drauf, den zu verwenden. Ich musste unbedingt endlich dieses Video abdrehen. Weil ich schon so viele Sachen habe, die rumgeflogen sind. Ich meine, es ist gar nicht so viel, wenn man bedenkt, dass ich schon lange kein Haul mehr gemacht habe. Ich weiß gar nicht mehr, wann der letzte war, aber der ist schon eine Weile her und deswegen finde ich es gar nicht so schlimm. Ich finde es jetzt nicht so extrem viel, aber ja. Also die Essence-Sachen hätten nicht sein müssen, aber ich fand auch den Highlighter so süß. Bei mir ist nämlich in meiner Filiale, wo ich arbeite, ist der Aufsteller komplett kaputt angekommen. Also da waren zwei oder drei Highlighter, glaube ich, kaputt und irgendwas noch. Irgendwas war noch kaputt, glaube ich. Ja. Und ich finde den so schön. Der ist so schön. Ich habe ihn leider noch nicht oben gehabt, aber wie die eine Kollegin und ich haben nämlich die zerbrochenen Reste ausprobiert und der ist so schön. Der ist so schön. Ja, ich glaube, ich muss auch ein paar Highlighter aussortieren. Ich sollte wirklich, ich weiß nicht, ich kriege es sicher nicht hin, weil ich an allen so hänge, aber ich sollte wirklich mal was aussortieren. Wirklich. Ja, das war es jetzt leider. Es war wirklich nicht viel, muss ich sagen. Also ich bin echt stolz auf mich, dass ich mir nicht so viel gekauft habe.
es war im Rahmen der Normalität, sag ich mal. Also die In-Dusch-Lotion werde ich mir gleich ins Badezimmer stellen und ja, die Reinigungstücher muss ich gucken. Ob ich die jetzt normal verwende, so wie ich meine Frochet verwende, oder ob ich sie für meinen Schminktisch verwende. Muss ich nochmal schauen, wie ich das mache. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt relativ kurz war, aber ja, ich muss auch unbedingt meinen Backup-Schrank aufräumen, habe ich gesehen. Der schaut aus wie so. Und ich muss ihn unbedingt aufräumen. Vielleicht mache ich das heute, weil das Wetter ist sowieso mehr als nur beschissen und mein Stuhl wackelt. Seht ihr das? Duck, duck, duck. Katastrophe. Ja. Mal gucken. Vielleicht mache ich auch ein Sammlungsvideo mal wieder, weil danach gefragt worden ist. Mal schauen. Die Duftsammlung sollte ich auch noch abdrehen. Die zweite. Upsi. Ja. Also ich habe schon ein paar Videos wieder im Kopf und habt ein bisschen Geduld mit mir. Ich habe in letzter Zeit so viele andere Sachen, um die ich mich kümmern muss. Jetzt mein Hund und dann Bett auftaucht. Also habt ein bisschen, wie nennt man das? Wie heißt das, Bucky? Seid denn nicht so, nicht aggressiv. Jetzt kommt gleich mein Hund. Habt ein bisschen Nachsicht, sagt man das so? Wenn jetzt zurzeit nicht so viele Videos kommen. Ich gebe mir Mühe, aber manchmal, wenn ich einfach keinen Bock habe, dann habe ich keinen Bock. Ihr habt das ja letztes Mal gemerkt. Ich hatte keine Lust, nicht so richtig. Habe es mir aber vorgenommen, Videos zu drehen und es hat nicht funktioniert. Und jetzt habe ich spontan einfach entschieden, dass ich heute Videos drehe und es funktioniert Gott sei Dank halbwegs. Also bitte, habt ein bisschen Geduld mit mir. In letzter Zeit geht so viel durch meinen Kopf und deswegen müsst ihr ein bisschen Geduld haben. Bitte ein bisschen nur. Oder? Spooky sagt auch, ja. Er wedelt. Ja. Na gut, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Hilfe, ein Hund.